Tja. Das ist die Frau Artisch und Sie kommen von der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Und ich möchte euch zwei mal kurz eben auf die Bühne bitten. Das war, ist übrigens Pierre Stuntman. Vielleicht mal einen Applaus für Pierre. Normalerweise macht er das nur gegen Bezahlung. Jetzt hat er gerade mal so einen Stunt hingelegt. So, Frau Artisch, herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Ja, das ist schon extrem, wenn man hier oben steht, oder? Wie fühlt es sich gerade? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man mal vielleicht einen Applaus von euch? Ja. Hört sich das dann an, wenn so halbwüste die Stimmung eskaliert auf der Gamescom? Okay, gut, dann richte ich erstmal kurz die Information auf. Achso, du hast es jetzt schon. Okay, wir haben eine Vollversion, wurde schon gewonnen. Gut, also, eine ganz tolle Sache wurde gemacht und zwar haben wir unter euch so ein paar Let's Player. Unter euch nicht? Doch, da haben wir einen. Da ist auch, geht auch eine Hand hoch. Und genauso ist es auch bei unserem Kurt, der als John Mayer unterwegs ist. Und er spielt den Euro Truck Simulator 2. Hat da eine ganz tolle Aktion gemacht. Und zwar hat er im Rahmen seiner Spiele hat er Geld gesammelt für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und da ist ein Betrag zusammengekommen von 300 Euro, die er aus eigener Tasche bezahlt hat für beispielsweise Views für Kilometer. Und ja, Frau Artisch freut sich natürlich an dieser Stelle, dass das Ganze an die Deutsche Kinderkrebsstiftung jetzt geht. Ich finde, das ist nochmal ein riesengroßer Applaus wert, eine ganz tolle Sache. Ja, wir wollten auch das gerne eigentlich eher in Interviewform machen, aber es ist so laut hier in der Halle. Aber ich glaube, die Info ist angekommen, das ist eine ganz super Sache. Und du hattest auch schon gesagt, dass das Ganze mit dem American Truck Simulator weitergeht, also dass du weiterhin das Ganze unterstützt. Und das finde ich ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und dementsprechend werde ich heute erstmal direkt 80.000 Mal draufklicken. Ja, damit da so ein bisschen was zusammenkommt. Ja? Also, macht ihr das auch gerne? Und ja, ich glaube, um das Ganze so ein bisschen zu feiern, hauen wir jetzt auch mal gemeinsam ein paar Sachen raus. Boah, Arte, ich wollte das schon immer mal machen. Ja? Natürlich geht das nur, wenn die Stimmung gut ist. Wie geht's euch denn? Okay, wir verlagern das Ganze so ein bisschen hier aus dem kleinen Gang zu dem großen Gang, zum Hauptgang, weil es wird jetzt auf jeden Fall etwas voller. Ela, okay. Dann lass mich doch mal was hören. Ela, 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 Ela. Ja, das wollen wir natürlich nicht verlassen, dass wir hier auf der Gamescom sind. Da ist es so. Okay, wer Spiele von Ela haben möchte, nimmt die Hände hoch. Wo sind die Hände? Und jetzt fangen wir mal langsam für die Deutsche Kinderkrebsstiftung an zu klatschen. Langsam, langsam. Erstmal Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Und so, wer fangen möchte, sollte die Hände hochnehmen, denn jetzt kommen ein paar Vollversionen von Ela. Hände hoch! Oh. Und los geht's, genau. Oh, das macht sie aber hier ganz. Ich weiß, beim ersten Ruf hat sie noch gedacht, ach, ich versuch's mal, beim zweiten, so, ich mach ja was für Kinder, ich will das.